Moin, moin, liebe Seniors, liebe Senioritas, liebe Fabrikbesitzer und solche, die es noch werden wollen. Ich bin der Seno und es wird wie schwer zu erkennen, nee, unschwer zu erkennen. Langsam aber sicher Sommer. Also vielleicht wird erstmal Frühling, aber... Ne? Moin, moin, wisst, was du ich deiner Guckt euch das mal an. Es ist richtig so ein bisschen Sonnenschein draußen, ne? Schön ist das. Hallo Brainex, ich grüße dich. Ich mache das Game ein kleines bisschen lauter. Ihr müsst mir gleich sagen, ob ich dann schwer zu verstehen bin, weil heute kann ich relativ laut reden, weil ich alleine bin. Wir müssen das immer mal wieder ein bisschen umstellen. Außerdem höre ich heute nicht über Kopfhörer, sondern über die Boxen. Deshalb muss ich da ein bisschen lauter machen. Und ihr sagt mir einfach gleich bitte, ob das mit dem Sound soweit alles in Ordnung ist, ja? Was wollte ich machen? Genau, für heute haben wir uns vorgenommen, das Ziel für heute ist quasi elektrische Erzförderer überall bauen. Und alles, was wir dafür benötigen, am besten automatisch produzieren zu lassen. Automatisch produzieren lassen kann man den Timmy Schwarze nicht. Der kann selber auch automatisch Dinge produzieren. Aber Timmy Schwarze, also Plural, kriegt man, glaube ich, noch nicht in der Fabrik hergestellt. Soweit sind die 3D-Drucker noch nicht, oder? Timmy, hast du da Geheimnisse, über die ich Bescheid wissen muss? Ich weiß es nicht genau. Wir müssen noch mal ganz kurz gucken. Ich glaube, meine Kupferkabelproduktion so rum war ziemlich am Arsch. Deshalb kann ich nicht wirklich viele von den elektrischen Mining Drills momentan produzieren, weil hier drüben sie nicht rauskommen. Oh mein Gott, Brainex! Sehr schön, dass du so schnell das Abo rausholst. Du darfst gleich wählen, ja? 10 Minuten lang ziehe ich mir irgendwas an. Du hast die Wahl zwischen. Guck jetzt genau hin. Ja, lieber Brainex. Schwarzer Bart. Ich habe mir sagen lassen, das ist kein Rot. Das ist braun. Ich finde, das ist rot. Ich finde, das ist ein roter Bart. Ich habe mich aber an meiner Geburtstagsfeier berichtigen lassen müssen. Die haben alle gesagt, das ist ein brauner Bart, ja? Also braun, kleines schwarzes, grau. Ich habe noch irgendwo weiß rumliegen. Weiß, aber gerade nicht wo. Rote Mütze, Maske und neu dazugekommen, ja, ein bisschen redig cringe. Pass auf. Kannst du dir auch aussuchen. Wäre natürlich scheiße von dir. Wäre ein echter Arschloch-Move, aber kannst du dir aussuchen. Hallo, Retja. Ist schon schön. Ja, da lasse ich nicht mit mir reden. Ist schon herzallerliebst. Such dir was aus und dann mache ich mich hier ein bisschen zum Affen. Schwarzer Sarkismus. Du musst nur ein paar Leute einstellen, die schwarze sind. Da bin ich dann auch ein einziger weißer Zwerg dabei. Als einziger weißer Zwerg. Wieso bist du so klein? Du bist doch nicht so klein. Erzähl doch nichts. Du bist doch bestimmt 8,20 Meter oder so. Hast du das gelesen, was ich dir geschrieben habe bei Discord? Ja, habe ich gelesen. Beides. Das, was du mir privat geschrieben hast und das, was du in den Gruppenchat geschrieben hast, das habe ich auch gelesen. Ich kann nämlich lesen. Ich kann lesen, Leute. Ich werde es jetzt nicht unter Beweis stellen, aber theoretisch kann ich lesen. Interessant. Ich muss die hier irgendwie mal... Ich gebe dir einfach so Kohle, bis sie hier ein bisschen arbeiten können. Weil hier auf den Feldern hier unten möchte ich tatsächlich eigentlich kein... Sag schnell, hier unten möchte ich keine elektrischen Erzförderer haben. Die Felder sind so klein und jetzt schon halb leer gesaugt. Ja, das sind ja noch 31 Kohle, 67 und 57.000 Kupfer und Eisen. Ja, ich weiß, aber hast du das auch gemacht? Was habe ich gemacht? Ich weiß nicht genau, was du meinst. Du hast doch nicht gesagt, dass ich irgendwas machen soll. Sorry, Seno, aber das Diadem ist der Hammer. Ja, ich weiß. Ich wusste leider, dass du dich dafür entscheiden wirst. Stefan 1978 darf sich dann aussuchen. Oh nein, seit 3x11 hat hier 3 Abos rausgehauen. Ne, 2 Abos, sorry. Einmal für Stefan 1978 und einmal für Areagon. So, 89. Dann darfst du dir eine Combo aussuchen. Ja. Das Diadem kommt gleich schon mal 10 Minuten auf. Ich kann dazu noch ein Bart anziehen oder als Stilbruch natürlich auch die asiatische Maske. Ich denke mal, die rote Mütze macht relativ wenig Sinn mit dem Diadem. Sag mal kurz, seit 3x11, was moin, du hier moin, wünscht. Du ich mach, hallo Freiwild. Moin, moin, du deiner Fabrikbesitzer. Moin. Sehr ist ja, mein Prime wird nicht angezeigt. Moin, so moin, du ja deiner Fabrikbesitzer. Deines Kostümbelt zockt. Ja, danke. Wird noch besser gleich. Pass auf. Also, seit X3, du darfst wählen. Grauer Bart. Der rote Bart, der nicht rot ist, sondern braun, schwarzer Bart. Ich kann noch mal nach dem weißen Bart gucken. Oder... Warte. Eine Sache habe ich doch noch. Hier. Ja. Das Ding ist auch richtig crazy. Das zeige ich euch gleich mal in groß. Moment. Hier, den brauche ich noch einmal.
machen. Die Feier des Tages natürlich. So. Machen wir nochmal so. Also herzlichen Dank für die Abos, die gerade gespendet wurden hier. Das gibt's einmal für euch. Ah, jetzt das wäre echt cringe-mäßig, das wird furchtbar. Dann gibt's den dazu und ich habe da noch als Auswahl. Der ist brutal. Das ist Seifenblubber-Party. Das kommt auch über die Kamera gar nicht so rüber, aber das ist so aggressiv, dass man schon fast einen epileptischen bekommt. Und nein, ich habe das Ding noch nicht als Dildo zweckentfremdet. Schrecklich scharf. Ist toll, ne? So, hier kommen noch ein paar Seifenblasen. Danke für die Abos. Wir wollen aber noch ein bisschen Factorio spielen wollen, oder? Jetzt habe ich Seife. Jetzt habe ich gleich Seife im Cappuccino. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Hoffe ich wirklich. Ich muss das Ding hier auf den Schwamm stellen, weil das so ein bisschen leckt. Schöne Nähe des Laptops. Meiner Mitbewohnerin, was soll schon passieren, ne? Ja, ich will den schwarzen Bart, damit hast du quasi eine Verlängerung zum Original. Ja, das stimmt. So, pass auf, dann machen wir einmal erstmal hier wieder die Live-Szene rein, ja, dass wir noch ein bisschen Factorio spielen. Und dann gehen wir einmal weiter und sagen, was habe ich gesagt? Ach ja, Timer. Den Stream-Timer und dann starten wir das Ding einmal 10 Minuten und los geht's. Du hast ja auch sogar... Bin ich geschickt oder was? Guck mal, jetzt habe ich noch einen gepimpten Bart, das ist doch eigentlich noch viel cooler. Darf ich eine Luftgrüne 26 R27 G20B Drohne von dir sein? Für einen Huni. Nein, Spaß, kann ich einstellen, ja. Mach das, Brainex. Bye bye. So, jetzt ist das Outfit doch perfekt hier. Viel Spaß auch, ihr Bäuse. So, gucken wir mal. Ja, ich mach das mal eben hier. Was hast du gesagt? Companion. Da stelle ich das gar nicht um. Hier, Farbe. Du hast gesagt 26, 27, ja, der Unterschied muss sein. Und dann hast du nochmal 20. Timmy Schwarze, das ist schwarz, das ist fast schwarz. Das ist ein Shade of Schwarz. Ein schwarzer Shade. Hast gerade geklopft, ich bin mir nicht ganz sicher, das Treppenhaus wird geputzt. Jo, sobald ich meinen Lohn habe, bekommst du ein kleines Goodie. Oh, jetzt treibst du die Spannung aber hoch, das habe ich versucht zu sagen. Worte sind nicht ganz leicht, ich muss erstmal hier gleich mein Cappuccino trinken und dann finden wir uns jetzt langsam mal ins Factorio-Game ein. Die Leute auf YouTube denken sich auch nur, was macht der da schon wieder für einen Quatsch? Den besten, Leute, den besten Quatsch, ja. Ihr sagt mir nachher bitte Bescheid, wenn das hinten irgendwie zu dunkel wird oder so, dann mache ich hier... Lichter an. Aber ich finde, momentan geht das ganz gut mit dem natürlichen Balkonlicht und so. Die Sonne geht langsam unter. Ich denke, eine gute Dreiviertelstunde haben wir noch. Für den Part haben wir, glaube ich, noch ein bisschen natürliches Licht. Genau. Hier werden jetzt Motoren produziert und mit den Motoren müsste ich dann hier mit Eisenplatten zusammen, nämlich elektrische Förderbänder, Quatsch, elektrische Erzförderer, so bauen können. Ich muss immer wieder so ein bisschen hin und her zupfen, weißt du? Den Bart. Das soll ja hier auch schön aussehen. Ich will ja, dass hier die gewohnte Seno-Qualität genießen. Moin, moin, du geiler Fabrik. Oh, wer ist jetzt da? Alter View. Oha. Hier ist Sadauka. Ja, ich weiß, wirklich überall anders. Hast du Recipe-Book-Mod installiert? Nein. Habe ich nicht. Ich weiß auch nicht genau, was die Mod macht. Ich habe noch nicht in deine Empfehlungen reingeguckt. Kurze Frage, von wem hast du das Warfortress-T-Shirt bekommen? Nee, das habe ich bekommen von meiner Familie zum Geburtstag. Das war ein Geburtstagsgeschenk. Ist jetzt gerade in der Wäsche, ich kann es jetzt nicht anziehen. Aber das finde ich tatsächlich sehr, sehr nice, das Teil. Ich brauche Steine. Ich habe keinen Platz für Steine. Da muss ich erstmal 20 Fische essen. Ach cool, die Fische machen natürlich Schaden. Ja, egal, ich esse trotzdem 20 Fische. Und wenn ich dabei drauf gehe, ist mir egal. Kann ich gedrückt lassen? Nein, natürlich nicht. Meine Ziegel liegen hier unten irgendwo. Ich habe jetzt noch keine genaue Ahnung, wie viele Erzförderer ich haben will. Ich würde sagen, so 200 wären vielleicht eine ganz gute Summe für einen Anfang. Oh nö, jetzt haben die mir irgendwas anderes ins Inventar gekackt. Ich hasse euch. Ich brauche die Ziegel. Ohne Ziegel, ja, ein Stromaspekt bitte. So, jetzt kann ich die Ziegel nehmen und jetzt kann ich hier 17 Stück produzieren. Jetzt kann ich mir wieder mehr Ziegel nehmen und das Ding wieder einpacken. Aber freut mich, Alter View, dass du auch mal hier live vorbeischaust, tatsächlich. Habe ich aber noch nicht reingeguckt in die Mod.
Mein Mod-Paket, also die, die jetzt gerade installiert sind, kannst du mit Ausrufezeichen Mods hier anzeigen lassen. Da stehen alle Mods drin, die aktuell installiert sind. Es kommen aber noch welche dazu. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, unendliches Inventar finde ich tatsächlich eigentlich sehr geil. Und ich denke mal, die werden wir tatsächlich mit reinpacken. Das ist ein guter Tipp, Redjan. Die Mod ist nämlich wirklich Bombe. Achso, guck, hier ist das Problem. Ich bin schon wieder dabei, Motoren per Hand zu craften, was ja aber eigentlich gar nicht Sinn der Sache ist. Ich gehe nochmal runter. Ich mache noch einmal die Tour und dann haben wir, glaube ich, auch genug. Dann fangen wir erstmal an. 70 Mining Drills haben wir jetzt. Ja, machen wir erstmal 100. Das Ding ist, ich benutze halt auch sehr gerne die RPG-Mod und ich glaube, die installiere ich auch nochmal dazu. Speichern wir mir auf 608 erstmal. Und dann gehen wir nochmal raus und hauen nochmal zwei Mods rein. Das stimmt schon. Ich glaube, die habe ich hier sogar noch drin. Infinite Inventory haben wir da einmal und dann haben wir RPG-Systeme. Wobei ich das dann halt auch nicht unbedingt brauche. Damit mache ich eigentlich... Doch, ich mache auch Walking Speed und so hoch. Ja, wir lassen die beiden an. So, jetzt hast du auch meine Ohren. Es ist Schicksal, dass ich an den Rechner gehe, auf Twitch schaue. Und genau in dem Moment startest du deinen Stream. Es ist wirklich Schicksal. Schicksal muss ja nicht automatisch etwas Gutes sein. Ja? Also, ich habe sehr viele Fantasy-Bücher in meinem Leben gelesen und da war Schicksal eigentlich immer etwas, das den Protagonisten nicht unbedingt gut getan hat. Hex, Hex! Piu, 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 piu! Harry Potter! Keine Ahnung. Mir doch egal. So. Das ist der gute Jack, der Hund meiner Mitbewohnerin, die gerade arbeiten ist. Liegt er da hinten? Ja, ich verdeck ihn, ne? Mein Rumpf verdeckt ihn. Da ist er. Das ist Jack. Der da. Ein feines Geschöpf. So, ich bin immer noch Level 1. Ich glaube, ich muss eine Sache machen und dann steige ich direkt, glaube ich. Ich glaube, der aktualisiert das halt nur, nachdem man das erste Mal irgendwas gemacht hat, wenn ich mich richtig erinnere. Oder wir sammeln erst ab jetzt XP. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, wir haben schon, also der checkt auch nachträglich, ob wir Dinge gemacht haben, die XP generieren. Moin, moin, so, hier Ziegelchen. Dogcam wann? Ja, ne, Joachim P. Eigentlich hat er, der hat er verdient. Er ist ein bisschen anstrengend. Er ist ein bisschen komisch. Das muss man leider ganz ehrlich sagen. Also mit ihm rausgehen ist nicht leicht. Obwohl das eigentlich der Fall sein sollte. Aber er ist ein bisschen eigen. Er entscheidet gerne selber, wann er rausgeht. Und ja, ein bisschen complicated ist er hin und wieder. Aber sei es ihm auch gegönnt, ich meine. Damit passt er eigentlich ganz gut zum Leben, weißt du? Einfach so ein langweiliger Doggo wäre ja auch einfach nur langweilig, wie der Name schon sagt. Muss nicht sein. Ja, eben, ne, denke ich auch. Das passt dann ja gut zusammen. Ihr kriegt Kupferkabel. Zack, 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 zack. Ihr kriegt Ziegelsteine. Ah ne, Ziegelsteine braucht ihr gar nicht. So, jetzt spuckt nochmal ein paar Motoren aus. Da kann ich nämlich hier nochmal ein bisschen effektiver per Hand craften. Und ich denke, wenn wir das jetzt alles durchgecraftet haben, dann laufen wir los. Ja, Electronics sind wir bei 40%. Ich mach's übrigens jetzt, ja, ist mir egal. Ja, wir gehen jetzt hoch. Kann mir einer den Command raussuchen und einmal bei Twitch reinkopieren? Für Forschungsfaktor 1000 einstellen. Wir sind jetzt auf 100, ich will aber auf 1000 hochgehen. Man lebt nur einmal, YOLO. Komm, wir machen Forschungsfaktor 1000. Wir wollen auch ein bisschen Spaß haben hier. Du siehst eher mit dem Zauberstab aus wie Dumbledore auf LSD, ja. Ich war schon auf ein paar Goa-Partys, da trifft man immer wieder interessante Leute. So, jetzt sind die Kupferkabel wieder leer. Einmal wird hier noch produziert, dann nochmal 6 Stück. Und ich denke, mit den 83, die ich jetzt im Inventar habe und dem hier, sind wir so bei 110, 120 und damit lässt sich arbeiten. Ich weiß halt bloß noch nicht genau, wo ich anfangen will. Ich meine, klar, ich will mit Eisen anfangen. Und im Grunde, ich sehe nur dieses eine Eisenfeld. Hier fangen wir dann mit dem Eisenfeld hier an. Hilft ja nichts. Grob überlegen, wo ich das Ganze dann ausgeben will. Ich glaube, ich will es noch oben ausgeben. Das ist halt genau das Problem. Ich müsste jetzt das hier halt abreißen. Versteht ihr? Und das will ich halt eigentlich vermeiden. Na, ich könnte jetzt so bauen. Vereinfacht gesagt, also dass die Förderbänder nach rechts rausgehen.
habe zwei Optionen, also entweder nach rechts oder nach oben, weil nach unten ist Kupfer und so, das ist mir zu eng, und nach links den Platz hier in der Mitte, das hier werden wir alles brauchen. Das heißt, entweder nach oben oder nach rechts. Nach rechts nervt mich irgendwie. Ich will es schon nach oben haben. Und wenn ich es nach oben haben will, muss das hier weg, anders geht's ja nicht. Ich wollte das ungern abreißen, weil das halt dafür sorgt, dass ich mehr von dem Scheiß bekomme. Spiegel die Eisenschmelze nach oben, dann geht das doch. Ja, theoretisch ja, aber ich will mit dem Kupfer ja auch irgendwo hin. Und meine Idee ist, dass ich dann ungefähr hier so Eisen habe. Und daneben hier so ungefähr Kupfer. Und dann darf hier halt nichts sein. Weißt du, dass ich Eisen leicht nach links und nach oben und Kupfer dann hier so lang und leicht nach oben und ja. So, so grob meine Idee. Ob die Idee kacke ist, sehen wir dann. So, 38 Sekunden noch, dann kann ich wieder ein bisschen besser reden. Dann ist der Bart nämlich erstmal weg. Gehen wir hier hin. Ja, guck mal, hier ist auch noch so hässliches Eisen. Das ist echt ein bisschen crappy gebaut hier. Also nicht von mir, sondern von dem Planeten. Ist klar. Machen wir so. Einmal ordentlich will ich das jetzt haben. Macht nochmal weg. Ich fange immer da an und dann immer den zweiten. Zack, zack, zack. Selber auf der anderen Seite nochmal. Moin, moin, du geiler Fabrikbesitzer. Die sind dann ein Feld zu kurz, das kennen wir. Da einen hin und da einen hin. Und deshalb will ich dann quasi da unten noch einen verbinden. Aber das mache ich ganz zum Schluss. Dann mache ich da oben auch mal kurz Strom aus. Hilft ja nichts. Was muss, das muss. Danke sehr, RipkaNex87. Hast du dir sie nun mal Harry Potter-Raucher gesehen? Nee. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Danke für den Code. Ich guck mal eben, ob der... Mit Slash, ne? So war das. Ja, keine Achievements, kann ich mitleben. Hä? Nein, nicht Print, du Dulli. So, den wollte ich doch hier. Jetzt. Ja, jetzt sind wir nur noch bei 4%. Das sieht schon eher aus wie etwas, das, ja. Jetzt werden wir richtig, richtig, richtig leiden. Aber das ist, wie es ist. Das kann ich abreißen. Der kommt nach da oben. Der wird gespiegelt. Und dann fangen wir da an, würde ich sagen. Ne, fangen wir da an. Spiegeln den und bauen den da auch hin. So. Oh, es reicht halt hinten und vorne nicht. Aber ist okay. Das hier baut ihr mir erstmal ungefähr bis auf weiteres dahin. Das kann dann auch nochmal umziehen, ist nicht weiter wichtig. Mein Hund dreht gerade durch. Ich glaube, der spielt gerade mit dem Ball. Ich darf hier absehen. Ja. Ist das von Cold Mirror? Weil ich kann Cold Mirror tatsächlich nicht, den, nicht ausstehen. Wenn das von der ist, dann verzichte ich. Heiß! Oi! Lame! Richtig lame! Das war sehr viel heißer, als ich dachte. Scheiße. Oh, das macht Spaß. Hm. Oi. Digga. Ich habe diese Gläser, die doppelwandig sind. Es fühlt sich halt von außen kalt an, weil es bisher, die sind so doppelwandig. Oh, Digga. Ah. Ich fühle mich an, als hätte ich Kartoffelschale auf der Zunge. Richtig widerlich. Boy. Scheiße. Egal, passiert, mir geht's gut. Ich habe überlebt, alles was zählt. So, die Kohle können wir hier mal eben reinschmeißen. Die brauche ich nicht. Und das Eisenerz, ganz im Ernst, brauche ich eigentlich auch nicht. Jack, alles gut bei dir da drüben? Jack, alles fresh? Ja, er fühlt sich ertappt. Er hat jetzt aufgehört. Das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass er ein bisschen Blödsinn macht. Das sei ihm gegönnt.
So, ich mach mal erstmal so drei, beziehungsweise hier so vier Förderbänder hin und dann kommt das hier mal alles weg, bitte. Auch alles weg. Fangt an, liebe Sortiermaschinen hier. Dauert ein bisschen, weil die ganzen Öfen voll sind. Wenn ich die Öfen leer mache, geht es ein bisschen schneller. Weil die gefühlt jedes, oder nicht gefühlt, die müssen halt jedes Item erstmal einsammeln, hier auch in den Kisten und sowas. Dauert dann immer ein bisschen. Bis die ihre Laser strahlen. Ich hatte doch auch zwei, wo ist denn mein anderer hin? Können wir das mal einer sagen? Da ist einer, ach, der ist da unten am Arbeiten. Ah, der will was hinstellen, aber mein Alien ist im Weg, deshalb arbeitet nur einer, habt ihr gesehen? Das ist Kolleg, das ist das perfekte Beispiel dafür, dass wenn du zwei unbezahlte Arbeitskräfte hast, ja, lenken die sich nur gegenseitig ab und dann ist keiner von beiden effektiv. Und Kack-Alien kann ich nicht mal einsammeln, beweg dich da weg. Danke. Den muss ich erstmal aus dem Weg schubsen. So, mit vereinter Kraft werden wir das hier schon schaffen. Bop, 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 bop. Shit, wieso trinkst du auch, wenn es heiß ist? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Warum mache ich sowas? Da werden sich die Forscher in 100 Jahren noch drüber den Kopf zerbrechen, right, Jan? Keiner weiß es. Es bleibt mein Geheimnis. So. Habe ich jetzt schon keine? Doch, ich habe noch 75 Erzförderer. Das ist jetzt nicht so viel, wie ich gerne hätte, aber es ist auch nicht so wenig, wie ich befürchtet habe. Außerdem, wenn ich Kupfer einsammle, müsste ich noch ein paar bauen können. 38 immerhin. Ja, auch noch in 100.000 Jahren, hast du recht. Förderbänder habe ich auch. Wir müssen nur darauf warten, dass die beiden Peschmerga-Krieger hier, die beiden Sardauker, alles an den Start bekommen. In Xeno braucht man eine Factorio-Rüstung, die er bei Subs tragen muss. Sieht bestimmt super aus, besonders im Sommer bei 28 Grad. Ich denke auch. Ich habe schon wieder den Drahtesel hier, also ich könnte auch pro Sub kurz 5 Minuten aufs Fahrrad gehen und strampeln, aber das will ja keiner sehen. Außerdem könnte das dann noch einen tieferen, effektiven Sinn haben. Das müssen wir auch verhindern. So, guck mal, dann schnibbel ich hier einmal die Kohle kurz ab. So deprimierend, wenn man selber mithelfen muss. Ich glaube übrigens, irgendwie die RPG-Mod ist verbuggt. Weil ich noch gar keinen XP bekomme, also so null. Ich habe null XP. Und eigentlich kriegt man fürs Abholzen zum Beispiel XP. Ja, ich gehe mal kurz hier einfach nur, um zu gucken, ob ich XP bekomme. Ja, doch, da ist ein ganz, ganz winzig kleiner grüner Strich gekommen. Also, sie funktioniert. Xeno hat 9 XP. Nice. Ja, genau, baut das mal eben auf hier. So, ich bleibe mal hier einfach drin, damit die hier einigermaßen schnell arbeiten können. Handcraft ja eh noch einen kleinen Moment. Boink, 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 boink. Macht hinne. Hast du auch die neuere Version von RPG-Mod? Ist, müsste die aktuellste sein, glaube ich. Also ich habe die RPG-Mod und davon, da ich die erst vor kurzem, also die ist aktuell. Ich weiß nicht, ob es noch eine aktuellere Version, also eigenständige Version gibt, aber von der Mod habe ich die aktuellste Version. Is basically what I try to say. So, da gehen wir hoch, da gehen wir hoch. Da passt was nicht, die beiden müssen weg. Dann geht der dahin und du gehst dahin. Ernsthaft? Da ist auch Erz? Ah, es lohnt sich ja, richtig. 480, egal, die nehmen wir mit. Muss sein. Moin, ist er weg. Du geiler Fabrikbesitzer. Moin, moin, du geiler Fabrikbesitzer. Irgendwie haben wir das nachts momentan hier gegen Abend immer leichte Internetprobleme. Ich weiß nicht, woran das liegt. Na, einfach dranbleiben. Ich bin gleich wieder da. Vielleicht sollte ich das Handy mal so als Backup laufen lassen. Don't know. Vodafone macht Vodafone-Sachen. Schon wieder da. Drück mal alle F9. Mag das mal einer, der mich gerade hört, in den Chat schreiben, dass die Leute einmal, nee, F5, nicht F9, F5 drücken. Dann müsste ich ja auch gleich wieder da sein. Hoffentlich. Wo seid ihr schon wieder hin? Ja, genau.
Dann müsste der Xenomensch wieder am Start sein, glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Behaupte ich, befürchte ich. Moin moin, du geiler Fabrikbesitzer. Sutulelku! Hello, hello, hello! I messaged you on Discord, Honeybun, but you didn't answer. You ghosted me. You don't want to have contact anymore. I understand. I crossed the line and I'm sorry, and now you want to have a little bit of space. I can totally understand. My big dick energy was just too much for you to handle. And I'm not blaming you. I'm not blaming you. It's totally fine. I can understand. You're probably not built for my package. Da kann man sich auf den Chat konzentrieren. Da kann man dann wirklich mal sehen, was hier eigentlich, welche Abgründe sich hier auftun. Second of all, what big what? I doubt. You doubt? What the fuck? No, 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 no. No doubt involved. Das hier muss ich übrigens nochmal bauen. Ich habe jetzt ja Strom. Hier ist das so konzipiert, dass ich Kohle und Kupferplatten auf derselben Linie habe. Aber brauche ich ja tatsächlich gar nicht mehr. Ich kann jetzt einfach komplett mit Strom arbeiten und mit langen Greifarm. Dann kann ich schon mal nochmal ein paar craften und dann sollte das gleich gut ausgehen. First of all, fuck you. No, little gremlin girl. An alle, die sie nicht kennen, das ist eine Freundin von mir und sie kann perfekte Goblin-Geräusche machen. I just told the chat that you are perfectly capable of making very weird, but at the same time very accurate goblin noises. Ha! Okay. So, you at least have a defense. Or an explanation. It's fine. I forgive you. This time, okay? But you should be careful in the future. Or I need to get my lawyers involved. Moin, moin, du geiler Fabrikbesitzer. Okay, wir schnibbeln das hier mal alles weg. Das brauchen wir ja alles nicht. Ab da können wir dann quasi anfangen zu arbeiten hier ab der Höhe. Und ich würde sagen, dann mache ich jetzt als nächstes erstmal den Ofentrakt. Ja, und dann machen wir folgenden Aufbau. Rein. Did you ever watch when I actually played Factorio? Did you ever see this game? I doubt it, right? Kurz überlegen, will ich... Ich glaube, ich will Kohle nehmen. Oder? Ich glaube, die langreichweiten Greifarme sollen sich Kohle nehmen. Ich glaube, damit bin ich zufriedener. Und raus tun. Nein, nein, andersrum, genau. Geh da weg. So rum. Und ich lasse in der Mitte Kohle liegen. So. Dann kommt da Strom hin. Und hier drüben muss ich dann ein bisschen schauen. Hier geht Kohle hoch. Genau andersrum muss ich es machen. So. Quatsch. Raus. Quatsch. Jetzt haben wir es. So. Gott, ist ein bisschen her, dass ich das Ding gebaut habe. Und dann machen wir hier rein und da raus. Und dann kann hier nämlich ein Strommast hin. So, und dann hat das Strom. Dann spiegeln wir das Ganze auf die Seite. Haben wir das da nochmal. Und dann sind hier in der Mitte fertige Eisenplatten. Und da Kohle. Und hast du nicht gesehen. Du musst XP machen, ja, musst du. Xeno, ignoriere mich einfach mal wieder. Das ist mal wieder sowas von typisch. Ja, Timmy, du hast gesagt, du schenkst mir nächste Woche was. Ich muss dich ja ein bisschen dann auf Abstand halten, weißt du? It's Gremlin. Yeah, oh, sorry. I'm so sorry. It's a Gremlin, not a Goblin. You are totally right. But what is the difference between a Gremlin and a Goblin? Like, I know there's a difference and I have two different like images in my head, but just write what you think is the difference. That will be a lot of fun. So, guck mal, jetzt holen wir uns einmal Strom von hier drüben. Zack, zack. Dann müsste das hier gleich anfangen zu laufen, sobald ich hier unten die Querverbindung noch lege. Und dann geht es eigentlich nur darum, die Eisenplattenproduktion gleich nochmal an den Start zu bringen. Guck mal, hier ist auch was falsch gelaufen. Oh, oh, schrecklich. Hier sind immer zwei Masten, obwohl da eigentlich nur ein Mast hin muss.
Ich lasse es so stehen. Ich habe keinen Bock, jetzt das nochmal zu reißen. So. Weil ich habe hier Doppelmasten. Seht ihr das? Hier sind zwei Masten. Dann bin ich irgendwie einmal beim Copy-Pasten verrutscht. Hier ist es, auf der linken Seite ist es richtig. Hier drüben ist es nicht richtig. Aber egal. So, die laufen jetzt alle. Ich habe vier Förderbänder. Volle. Und das hier werden die vollen Förderbänder. Das heißt, ich habe 1, 2. Das heißt, ich copy-paste das ganze Ding hier nochmal. So. Dann habe ich zweimal Kohle für viermal. Ich brauche noch Greifarme. Ich habe nur 19 Greifarme. Ich brauche nochmal Kupfer. That's something I can't explain on Twitch, cause I doubt you would enjoy getting banned. We'll talk some other time. Take care. And have fun, chat. Yeah, you just need to send me boob pictures on Discord if you want to catch my attention. Don't have to be your boobs. It can be the boobs of, I don't know, your husband or whatever. I don't care. Boobs are boobs. I love all boobs. Boobie boobs. Bye bye. Kein Problem, freiwillig. Hier hilft dir eigentlich immer jemand. Irgendjemand ist immer für dich da. So, ich brauche noch mehr Greifarme. Das ist doch schrecklich hier. Und zwar brauche ich Eisenplatten. Die habe ich jetzt gerade alle weggepackt. Ja, toll. Hier oben sind noch ein paar Eisenplatten. Hier sind deine 100 Goldstücke. Oh, was? Du hast sie dir verdient. Freiwillig, dann darfst du dir auch was auswählen. Oh, no, Gremlin, are you here? Are you here? Gremlin, are you still here? I need to show you something, Gremlin. I will just call you Gremlin. Are you still here, Gremlin? Gremlin? Gremlemlin? Gucken wir, ob sie noch da ist. Gremlin! Nichtsdestotrotz, freiwillig, du darfst wählen. Roter Bart, grauer Bart, schwarzer Bart, Mütze, Zauberstab, Krone, nee, Diadem ist es, glaube ich, oder? Ich kenne mich da nicht so aus. Und Asienmaske. Davon nehme ich jetzt eins. 10 Minuten lang. Ich glaube, sie ist schon weg. So. Okay. Jetzt muss ich nämlich einmal ganz kurz überlegen. Ich muss da oben Kohle hinbekommen. Das ist, die kleinste Übung. Kohle auch mal auf die Innenseite. Das heißt, ich mache einmal Kohle. Und nochmal Kohle. Schwarzer Bart? Ja, der fusselt am meisten. Ihr wollt mich alle quälen. Mache ich aber gerne. Schwarzer Bart, 10 Minuten, kommt sofort. Ich war mit ihm draußen, das ist fake. Das ist fake, fallt nicht drauf rein. Ja, ich behandle den Hund gut. Der will mich hier nur... Oh, ich habe mein Licht gar nicht hier, wenn es jetzt ein bisschen sehr dunkel wird. Nein. Wenn es jetzt ein bisschen sehr dunkel wird, ich muss in der halben Stunde, wenn wir hier einen Cut machen, einmal rübergehen. Ich hatte ja eine kleine Party und da habe ich hier meinen Ringlight nach drüben befördert. Das muss ich dann gleich mal zurückholen. So, dann geht da einmal Kohle rein und dann geht da einmal Kohle rein. Dann haben wir das schon mal geschafft. Strom kriegen die auch. Das würde ich sagen, nehmen wir einfach... Ich habe keine Strommasten mehr. Doch, ich habe Strommasten. Ach, das hier sind die Holzstrommasten. Moment. Habe ich den Upgrade-Planner? Ja. Wie ging der nochmal? Rechtsklick und dann von Holz zu Eisen, bitte. Und dann ziehen wir den hier einmal rüber. Dann aktualisiere ich die alle einmal. Sollen wir die einmal austauschen? Ich möchte bei einer Art Strommast bleiben. Die sind zwar identisch, aber ja, weniger Inventarplätze verbrauchen. Was auch wieder schon Bullshit ist, weil ich habe ja unendlich davon, aber... Alles gut. So, habe ich jetzt die? Ja, dann gehen wir hier runter. Steht mir gut, ne? Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ich kann es tragen. So, und als nächstes brauchen wir hier die Eisenplatten. Und zwar, nicht die Eisenplatten, die Eisen. Eisenerze. So, komm hier rüber. Einmal. Boink. Zwei und drei. Dieses Upgrade, ne, das hat mein Leben so verändert in Factorio-Hinsicht, dass man einfach die Förderbänder über
andere Förderbänder ziehen kann und dann Untergrundförderbänder gelegt werden. Bestes Update. Das ist mein Lieblingsupdate von allen Updates. Scheiß auf die Spinne mit den Lasern und bla. Mir alles scheißegal. Bestes Upgrade ist das hier. Zup. Es ist so convenient. Es ist so schön. So, ich habe immer noch 9 XP. Sehr nice. Maxens, danke sehr für die 58 Bits. Ich weiß gar nicht, hat es ein Geräusch gemacht? Bei mir hat es gerade gar kein Geräusch gemacht, Max. Tut mir leid. Aber ich habe mich trotzdem gefreut. So, mir fehlen immer noch ein paar Greifarme. Ja, mir fehlen noch ein paar Kupferplatten. Arbeiten wir dran. Sollte es aber gleich weitergehen. Ja. Ich meine, ihr seht schon, mit welcher Mordsgeschwindigkeit hier die Kupferplatten rausgerauscht kommen, ne? Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Ja, übrigens, wenn ihr hin und wieder mal ein bisschen Ausschnitt sehen wollt, guckt gerne bei Lust vorbei. Link wurde gerade in den Chat gepostet. Meine Mitbewohnerin freut sich. Die ist noch ganz frisch dabei, hat jetzt bald ihren dritten Stream. Wenn ihr da mal irgendwie eine halbe Stunde zuguckt oder so, freut sie sich bestimmt sehr. Hier kann noch ein bisschen Kohle rein. Arbeitet mal noch ein bisschen weiter. Noch brauche ich euch für die Tränke und so. Wir sind jetzt auch schon bei 10% und das, obwohl wir Forschungsfaktor 1000 eingestellt haben. Also wenn ich hier auf meine Technologie gucke, sehen wir, brauchen hier schon 30.000 rote Tränke. Und wir produzieren momentan 28 pro Minute. Also ihr könnt ausrechnen, das dauert noch einen Moment, wenn wir auf dieser Produktivitätsstufe stehen bleiben. Aber wir wollen ja noch ein bisschen hier nach vorne kommen. War einfach zu wenig. Ja, das kann sein, dass er das erst ab 100 anzeigt. Ich freue mich aber auch, wenn es in Anführungsstrichen zu wenig war. So, und jetzt habe ich hier nämlich zwei schöne Eisenplattenfelder. Und ich müsste das eigentlich gut gebaut haben. Und dann würde ich da hingehen und einfach sagen, whoop. Wir können jetzt erstmal hier weitermachen und wir können erstmal hier weitermachen. Auch das wird in absehbarer Zeit wieder abgerissen. Auch das ist nicht für die Ewigkeit. Aber es soll ruhig dann jetzt erstmal einen Moment weitermachen. Versteht ihr? Hier. Das ist okay. Weil die normalen Greifarme, die brauche ich zum Aufrüsten, ne? Ja. Und die blauen, das sind momentan die wichtigsten. Das ist das Nadelöhr, die blauen Motoren, die müssen wir mal echt richtig automatisieren, damit das bald weitergeht hier. Aber das hier ist schon mal gar nicht so schlecht. Na, eigentlich könnte ich das noch länger machen, aber ihr seht ja schon, ich habe jetzt ja schon keine Verwendung mehr für die Eisenplatten hier. Das heißt, das ist momentan okay. Das war jetzt für den ersten Schritt, glaube ich, ganz gut. Können wir hier nochmal Eisenplatten rausnehmen. Wir haben ja ein unendlich großes Inventar. Wunder, wunder, wunderbar. Und da lag ein bisschen Kohle drauf, warum auch immer. Ja, Kupfer. Also im Grunde muss ich jetzt unten beim Kupfer weitermachen mit den 42 Mining Drills, die ich hier habe. Sollte ich mal das Kohle, das Kupferfeld da unten anknabbern. Ich mache mal hier mal Nummer 3. Und copy-paste mir das jetzt irgendwo, wo das hier noch heil ist. Nirgends. Doch, da kann ich anfangen. Ein weiterer noch da. Dann hoch, 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 hoch. Bis hier. Den packe ich da jetzt einmal rein, dann habe ich eine schöne Blaupause für die Erzförderung. Seno, ich frage dich jetzt ein letztes Mal. Ist deine RPG-Mod-Einstellung richtig gemacht? Sonst bekommst du nur für die Forschung und Kills XP. Klar ist das richtig eingestellt. Also, die Frage verletzt mich schon ein bisschen. Also, ich weiß jetzt noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, dass du mich so ein Bullshit fragst. Nee, ich habe keine Ahnung, ich guck gleich mal. Kann gut sein, dass da irgendwas schief gelaufen ist. Nein, sondern... Nein, seht ihr, was ich... Oh, ich hab's falsch gemacht. Ich habe nur auf einer Seite Strommasten. Was theoretisch aber okay ist. Nicht das, was ich wollte, aber theoretisch okay. Wenn ich so mache und so. So. Ja, das soll auch erstmal reichen, weil so viel habe ich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, den letzten hier lösche ich schon mal wieder weg. Den hier weg. Weil ich hatte nur 44 Stück, glaube ich, dabei. Settings. Mod-Settings pro Spieler. Nee, das müsste Startup sein, denke ich mal. Und dann können wir mal auf RPG-Mod gucken.
Technology is killing, rock set it. Nö, ist alles eigentlich an. Ja, es ist halt bei Technologie. Aber das Ding ist, Technologie schaltet sich halt nur frei, wenn ich die erste Forschung abgeschlossen habe. Also sobald ich Electronics habe, kriege ich wahrscheinlich 52 Level oder so. Die sehe ich doch hier auch. Also hier sehe ich ja auch, dass ich 9 XP habe. Was halt nicht so viel ist. Aber ich will jetzt nicht, dass du mich dafür mobbst. Das würde ich ein bisschen gemein finden. Aber wir sind ja alle nett zueinander, Timmy. Also das musst du gar nicht mal jetzt hier schon wieder so krass ausreizen. Die hässlichste Stromverbindung ever wird gelegt. Einmal quer durch die Basis. Okay, ich habe keine Strommasten mehr. So. Aber jetzt dürfte da unten wenigstens auch ein kleines bisschen Kupfer rauskommen. So, ich habe 9 XP und ich bleib dabei. 9 XP sind gut. Mehr brauche ich gar nicht. Vielleicht will ich auch gar kein Level steigen, Timmy Schwarz. Ja, nur weil du unglücklich bist, dass ich so ein Low Level habe, heißt ja nicht, dass ich mich dir zuliebe ändern muss. Ja? Xenoas und Xenobitas, es ist Zeit, den Entgegner bleiben, zu bekämpfen. Guckt in den Chat. Der hat Strom, der hat keinen Strom. Warum? Achso, weil da einer fehlt jetzt. Gut, Kupfer kommt raus. Moin, du geiler Fabrikbesitzer. Hi, worum geht's im Projekt? Chaosmaker, ich grüße dich. Darum, dass ich einen schwarzen Bart trage. Ja, und immer, wenn wir eine Forschung abgeschlossen haben, darf ich eine halbe Stunde lang meine Krone tragen. Nein, darum geht's natürlich nicht. Wir spielen Space Exploration mit Forschungsfaktor 1000. Das sollte ich vielleicht noch dazu schreiben. Mal in die Videobeschreibung. Space Exploration mit Forschungsfaktor 1000. Wir sind gerade dabei, unsere ersten Erzfelder zu elektrifizieren. Quasi. Was nicht ganz leicht ist. Honestly. Ich habe natürlich kein Radar. Kann ich aber auch noch nicht bauen. Ich bin also nicht schuld. Und wenn ich das Radar habe, oder beziehungsweise weil ich das Radar nicht habe, muss ich hier hinlaufen, um das zu copy-pasten. Das hier, nee, wirklich bis nach ganz oben. Das hier. Ja, bis nach da. Das ist jetzt mein zweiter Aufbau. Die Schmiede mache ich da unten für Kupfer nochmal. Wobei ich habe gesagt, dass ich das hier oben machen will, ne? Moin moin, du geiler Fabrikbesitzer. Jetzt weiß ich nicht genau, wie viele Lanes Eisen ich haben werde oder brauchen werde. Ich gehe mal einfach hin und verdopple. Verdreifache das. Das wird Eisen sein. Dann lasse ich hier mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Felder Platz und mache zweimal dahin und das wird Kupfer. Soweit die Idee. Ist ein bisschen blöd jetzt, dass sie das da drüben zuerst aufbauen. Ich wäre doch glücklicher, wenn sie das Kupferzeug zuerst aufgebaut hätten. Aber da ich eh noch ein bisschen Material brauche, und zwar wahrscheinlich einfach alles, kann ich auch wieder anfangen zu handcraften und laufe nochmal rüber und mache hier drüben die Produktionsstraße voll, dass mir die Motoren mal bitte produziert werden, weil die werden wichtig. Außerdem brauche ich ein paar Eisenkisten hier noch, damit die Greifarme weggestapelt werden. Aber das ist nicht so schlimm. Wichtig ist erstmal, dass hier Kupferkabel reinkommen. Eisenplatten? Ne, Zahnräder, ne? Zahnräder sind aber drin. Nadelöhr ist eindeutig die Kupferdrähte. Deshalb bleibe ich auch noch einen Moment stehen. Kann noch mal ein paar reinschmeißen. Du hast das Kupfer ein wenig versetzt nach oben gebaut. Ist das gewollt? Nein. Danke für den Hinweis. Ich gucke gleich mal. Das ist nicht gewollt. Das ist nicht gewollt. Und ich finde es schön, dass du dich, obwohl ich dich die ganze Zeit immer mobbe, einbringst. Ne, hast recht. Das ist. Warum? Wie habe ich das denn verkackt? Scheiße. Aber da soll's hinlaufen. So. So, ich muss, glaube ich, gleich mal meine Lampe holen, weil es hier tatsächlich ein bisschen dunkel wird. Dann kann ich die geile LED-Decke nochmal anmachen, die ihr leider nicht seht. Genau, überlese mich ruhig. Nee, Chaotica. Das, ach, du bist das Chaotica. Es hat eben der Chaos Maker geschrieben. Und da hatte ich nur Chaos im Kopf. Deshalb habe ich nur Chaos gesehen und dachte, du bist der Chaos Maker. Aber du bist die Treppenhausfee, wenn ich dich mal so bezeichnen darf.
Ja, ist mir wohl aufgefallen. Ich habe schon gedacht, ob ich kurz rauskomme. Euch anfeuer. Aber dann dachte ich mir, nein, so ein bisschen Privatsphäre beim Treppenhaus putzen ist auch okay. Darf man schon haben. Deshalb schaust du mir gerne. Mal kurz. Jetzt könnte ich vielleicht wieder da sein. Ha! Nee. Ich weiß nicht, was es ist. Es passiert manchmal. Geht's wieder? Ja, ne? Ja, schön. Es ist ein Wackelkontakt mit dem Mikrofon, aber das Lustige ist, ich habe das Mikrofon... Okay, jetzt oute ich mich mal. Ich bin Endzeitkapitalist. Ja, ich habe was ganz, ganz Böses gemacht. Ich habe mein Mikrofon eingeschickt zu Amazon und mir ein neues Heiles zurückschicken lassen. Aber der Fehler besteht, also es liegt wahrscheinlich nicht am Mikrofon, sondern irgendwie an meinem USB-Slot am PC. Ich kann mir aber nicht erklären, woran es liegt tatsächlich. Oh, hört der Nils auch gerade zu? Ja, mein Landlord quasi hier. Mir ist was Lustiges aufgefallen. Also es ist nicht wirklich lustig, aber ich, vielleicht kann einer, sind Elektriker hier? Im Chat ist irgendjemand hier, der beruflich was mit Elektrizität zu tun hat. Der ist im Bad, okay. Ich zeige euch das mal die Tage. Ist jetzt nicht schlimm, ist glaube ich nicht so, worum wir uns sofort kümmern müssen. Ich weiß auch gar nicht, ob man da irgendwas machen kann. Aber mir ist was aufgefallen. das nicht so sein soll. Kiewolz sagt etwas. Pass auf, wir haben hier eine Jalousie. Da hinten. Ich zeige es mal einfach. Da, ja. Hinter der Tür versteckt sind Schalter. Und wir können die Jalousie von dem großen Fenster und von der Tür hoch und runter fahren lassen. Und wenn man den Schalter da hinten betätigt, da hinten am anderen Ende des Raumes, geht mein Monitor aus. Nur der eine von den zwei, die angeschlossen ist. Und der geht nur ganz kurz aus. Also er wird einmal schwarz und 2-3 Sekunden später ist er wieder an. Also als wenn er einmal kurz keinen Strom hat. So pop. Und dann ist er gleich wieder da. Und es ist in den letzten Tagen immer mal wieder öfter passiert. Und ich habe aber halt nie rausgefunden, also ich dachte, das liegt am Monitor. Halt, weiß ich nicht. Das halt Faxen macht. Keine Ahnung. Aber es ist nur, wenn man diesen Schalter betätigt. Ja. Das ist voll weird. Also ich habe auch keine Ahnung, was man da machen kann. Oder wie gesagt, ob das überhaupt relevant ist. Aber ich wollte es euch einfach mal zeigen. Kollege von mir sagte, das könnte daran liegen, dass der Stromkreis hier halt im Kreis läuft. Moin, also du geiler Fabrikbesitzer. Hallo, Weltenesser. Ja, und dass man da was machen muss, weil das sonst einen kurzen verursachen kann. Weiß ich aber nicht, wie relevant das wirklich ist. Also, ja, keine Ahnung. Also, mich stört es jetzt tatsächlich nicht, weil, der geht ja sofort wieder an. Also, es ist nichts Schlimmes. Aber, also, glaube ich. Aber es ist halt weird. Und ich dachte mir, ja, es sind beide
Monitore an derselben Steckdose, also in derselben Steckerleiste, und die Steckerleiste ist in einer Steckdose. Und es geht aber nur um meinen Monitor. Pop, pop. Da ist auch noch Licht dran an dem, an der Steckerleiste. Auch das läuft durch. Also nur der eine Monitor macht so. Ja, das wäre nett. Vielleicht, ja, keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, wo uns liegt. Ich denke mal, dass dann irgendwie einmal Leistung gezogen wird und dann vielleicht nicht genug Leistung da ist. Ich weiß es nicht. Ja, frag mal einfach nach. Wie gesagt, ich wollte es einfach angesprochen haben. Und jetzt laufe ich hier schon wieder die ganze Zeit rum. Worauf warte ich eigentlich die ganze Zeit? Ach, ich muss die Kupferplatten hochbringen. Ja, ich brauche neue Förderbänder. So, genau. Ich muss mir Förderbänder holen. Wir haben jetzt eine ganze Menge handgecraftet. Allerdings sind fast meine ganzen Strommasten schon wieder weg. Habe ich nicht eben irgendwie 150 Stück produziert? Wo sind die denn schon wieder alle hin? Ich fasse es nicht. So, ist aber auch egal. Förderbänder nehmen wir uns einmal alle mit, die wir hier haben. Sind gar nicht so viele. Ah, weil ich hier aber auch nicht einpacke. Stimmt. Und da war ja was. Kann, muss nicht, dass es durch die Stromspitze zu Ausfällen kommt, kann auf Dauer zu Schäden führen. Ja, ich denke halt auch, oder ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie auch mein USB deshalb ein bisschen spinnt. Also ich kann es mir halt sonst nicht erklären, aber ich weiß es halt nicht genau. Wie gesagt, sprechen wir nochmal in Ruhe drüber. Ich wollte es, wie gesagt, einmal erwähnt haben. Müssen wir jetzt auch nicht hier während des Streams klären. Hat sich gerade nur angeboten quasi. So, nichtsdestotrotz, wir haben 51 Minuten, das heißt, ich laufe jetzt noch kurz 8 Minuten blöd rum. Kann mir nur vorstellen, dass in dem Moment zu viel Spannung verbraucht wird und der kurze Ausfall bewirkt, dass der Bildschirm kurz ausgeht. Wenn du das testen willst, du den Bildschirm einschalten, alles andere aus. Ach so, ob dann auch zu viel Leistung quasi drauf ist, weil dann dürfte ja der Logik nach nicht ausgehen, ne? Folge ich da deinem Gedankengang richtig? So, ich muss mal kurz Kupfer holen, anders geht's nicht. Red Yarn, Klappe halt. Mein Mainboard ist das Beste der Welt. Mein Mainboard ist gut. Mein Mainboard will keinen Schaden haben. Ich will nicht, dass mein Mainboard einen Schaden hat. Habe ich. Ich habe so USB-Dinger. Tatsächlich auch extern. Habe ich verschiedene Sachen schon geprüft, weil eine Zeit lang auch die Kamera und das Mikrofon halt noch viel mehr Probleme gemacht hat und so. Ich weiß gar nicht genau, seit wann oder wieso das genau besser geworden ist. Aber ich tendiere dazu, wenn ein Problem besser wird, oder ja, wenn ein Problem nicht mehr auftritt, dann merke ich mir nicht, wie ich es gelöst habe, leider. Sondern bin ich einfach happy, dass es aufgehört hat. Das ist auch nicht so die beste Herangehensweise. So, nichtsdestotrotz, da oben haben wir jetzt unsere Ofendings. Da müssen jetzt die drei sind es hier. Kupferwege hin. Und mache ich Reverse Engineering? Ah, ich wünschte, ich hätte schon einen. Da muss ich hin. Ein Stückchen zu weit bin ich. Ich schätze mal hier. Gucken, ob es passt. Ich wünschte, ich hätte schon ein Radar. Das macht nämlich solche Arbeiten ja tatsächlich ein kleines bisschen leichter. Weil ich dann einfach auf der Minimap Striche ziehen kann mit den Förderbändern. So als, wie so eine Art Maßband, versteht ihr? Das ist immer ganz cool. Kurze Frage, ist das Hardware-Setup das neueste? Wenn da die 3080 steht, dann ja. Ich habe momentan eine 3080. Ernsthaft? Ein Feld habe ich mich verschätzt? Cool. Dann gehe ich halt nochmal runter. Dann kann das sein, dass das nur falsch eingestellt ist. Hier auf Twitch. Vielleicht ist es ja vorher nicht aufgefallen, weil die Rollo ja nie benutzt wurden von dir. Das kann sein. Ich habe auch noch nicht geguckt, ob es bei beiden Schaltern ist oder nur bei dem einen. Weiß aber auch ehrlicherweise nicht, ob es einen Unterschied macht. Die weiß ich halt nicht. Aber, ja. Wenn wir am Wochenende oder die Tage Mario Party spielen, kann ich euch das ja einmal kurz zeigen. So, und jetzt darf nämlich der da rein. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. 1, 2. Für den hier. Und dann nochmal für den hier. Das kommt weg und das kommt weg. Du kommst hoch und du kommst runter. Und du läufst da hoch. So, wenn alle Förderbänder liegen, dann müsste das hier dann auch anfangen zu rutschen. Ich habe aber nicht mehr so viele Förderbänder, sehe ich gerade. Was muy kacke ist. Ich
kann nichts bauen, weil ich kein Eisen im Portemonnaie habe. Wie im echten Leben. Ja, frag mal deinen Chef, das wäre supi. Habe ich mir durchgelesen, McFlintius lasse ich mal im Hinterkopf. Wo sind meine Eisenplatten jetzt? Hier oben. Da will ich hin. Ich habe ein unendlich großes Inventar. Es gibt keinen Grund, dass ich nicht unendlich viele Eisenplatten im Inventar habe. Guck mal jetzt hier. Bisschen mal auf Vorrat alles mitnehmen, weißt du? Dann muss ich da nicht immer wieder nachhelfen. Förderbänder kann ich mir oben wegsnacken. Das ist gut. Zahnräder nehme ich nochmal mit. Das nehme ich nochmal mit. Und die Motoren nehme ich nochmal mit. Und dann kann ich hier nochmal Kupferkabel reinschmeißen. Dann produzieren die weiter. Ich glaube, die brauchen noch Zahnräder. Kann man auch mal auffrischen. Dann produzieren die weiter. Und wir nehmen uns neue Greifarme. Und ich werde auch genauso viele rote Greifarme brauchen. Ja, hier unten muss ich hin. Bisschen Holz habe ich, das kann ich hier mal reinschmeißen, dass die hier ein bisschen arbeiten, wobei, wie man sieht, so wichtig ist das alles gar nicht hier. Gut, das waren wieder ein paar Förderbänder, hier müssten dann auch noch ein paar drin sein. Habe ich wieder knapp 1000 Stück im Portemonnaie. Laufen wir los, produzieren das und dann ist auch alles gut. Genau, das da oben wird gebaut. Da muss gleich Strom hin. Den lege ich von links nach rechts. Und dann haben wir gleich für den nächsten Part Kupferplatten. Und dann kann ich mich dran machen, alles zu automatisieren. Die Greifarme, die Erzförderer, was man halt alles so braucht. Und dann geht das Wachstum halt auch sehr viel schneller. Das war jetzt einfach ein sehr nerviger Schritt, den ich aber einmal halt, wie gesagt, machen musste. Sonst geht es ja einmal nicht weiter an Factorio. Kohle kann ich ja auch schon mal hinholen. Gibt natürlich auch dafür bessere Lösungen, als ich sie jetzt... Das sieht irgendwie interessant aus. Der eine schwarze Fähne. Ich glaube, da ist ein Meteor eingeschlagen. 99% der Zeit hat man in Factorio immer zu wenig. Von allem. Ich finde es echt ein bisschen schade, dass ich das Game meiner... Hier, ne? Mitbewohnerin gezeigt habe und dass sie da nicht so interessiert dran war, hat ja nicht so, war einfach kein Spiel für sie. Ist ja auch okay. Mag sie trotzdem. Schade ist es aber allemal. Das wäre zu zweit ganz cool gewesen, glaube ich. Zack, du gehst hoch, du gehst geradeaus durch, dann... Das wird nicht so super gut laufen, weil ich zu wenig Kohle wahrscheinlich habe. Moin, du geiler Kohle ist halt noch nicht automatisiert. Von daher mache ich das jetzt einmal so. Und dann passt das. Erstmal wieder ausziehen, Seraphie. Wie kann man Factorio nicht mögen? Ah. Ganz ehrlich, es gibt nicht so viele Frauen, die Factorio feiern. Die meisten Frauen, die ich kenne, für die ist das zu nerdig. Dafür kenne ich aber auch deutlich mehr Frauen, die Stardew Valley mögen, als Kerle, die Stardew Valley mögen. Wobei ich mich zu den Kerlen zähle, die Stardew Valley mögen. Kann man schon spielen. Gutes Spiel. Bitte mit Humor nehmen. Nee, so nicht. So, wir sind bei 58 Minuten. Also Leute, zum Spielen hast du hier aus der Community genug dabei. Ja, aber ihr seid alle scheiße. Also, das müsst ihr jetzt nicht persönlich nehmen, aber... Ich habe auch mein Niveau und meinen Anstand, ja. Bevor ich mit meiner Community spiele, nee, springe ich nackt in die Elbe. Ja, also man hat auch noch so ein bisschen Selbstrespekt, weißt du? Nee, so ein Community-Event wäre mal cool. Ich will ja jetzt, wo ich wieder aktiv bin, noch ein Charity-Event starten. Ich wollte das gerne zu meinem Geburtstag machen und da mein Geburtstag letzte Woche Mittwoch war, könnt ihr euch ausrechnen, dass das nicht geklappt hat, aber ja, will ich auf jeden Fall noch nachholen, indem ich die Items hier, jede Grafik im Spiel mit Gesichtern austausche, aus Leuten aus der Community. Ist halt relativ viel Aufwand und ich würde gerne die Factorio-Entwickler ein bisschen mit ins Boot holen. Aber das ist alles ein bisschen aufwendig. Und ich habe jetzt erstmal am 6., bin schon ein bisschen aufgeregt, Donnerstag meinen Eignungstest für die Umschulung zum System...
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung so rum. Und da bin ich, das, bevor ich das nicht durch habe geistig, weißt du, kann ich mich auch nicht wirklich jetzt auf so andere Projekte stürzen. Das hat momentan erstmal Vorrang. Wie viel wäre dir die Elbe wert in Srups? Nee, wenn ich in die Elbe springe, bricht der Elbtunnel zusammen. Das können wir nicht machen. Das ist ein Sicherheitsrisiko. Ach, guck mal, hier habe ich das so gemacht, obwohl ich das da drüben so gemacht habe. Ne? Das ist natürlich jetzt auch voll umgedreht hier. Aber okay. Wir machen jetzt erstmal Feierabend. Also nicht Feierabend, aber wir machen den Part für YouTube zu Ende. Und ich mache hier kurz Licht dran, weil es wird tatsächlich mittlerweile ein bisschen dunkel. Und von daher speichern wir das Ganze auf 9. Machen kurz nochmal hier den Pausebildschirm an. Ich lasse das Spiel einfach weiterlaufen und dann komme ich gleich mit neuem Licht wieder. Bis gleich.